herzlich willkommen zurück. Hey, ihr da draußen, zu einer neuen Folge Schnell und einfach Wireline. Ich präsentiere euch, serviere euch Tipps und Tricks, die schnell und einfach erklärt sind. Wir sind ja im Biom Grasland noch unterwegs. Wir sind jetzt am Ende des Bioms ungefähr angekommen. Es gibt ja noch eine Zusammenfassung und es kann sein, dass es ein klein bisschen durcheinander gerät, aber das soll nicht so sein. Wir sind jetzt am Ende angekommen des Graslands. Wir haben soweit alles erkundet. Wir haben uns alles gecraftet in der Hinsicht, was wir dafür benötigen. Was jetzt noch auf die Schnelle gefehlt hatte, ist einmal die Lederrüstung. Die Lederrüstung wird aus den Hirschen gemacht, die man dann mit einem Bogen jagen kann. Diese besteht aus einem Helm, ich ziehe den mal an, einer Brustpanzerung, einer Hose und einem Umhang. Dieser kann an der Werkbank hergestellt werden. Werkbank in dem Sinne, dass wir an die Werkbank gehen. Dort haben wir dann das jeweilige Rezept. Man sieht das hier oben. Wird das angezeigt. Hier haben wir einmal diese ganzen Bereiche, mit denen wir das herstellen können. Aus den jeweiligen Hirschlederresten, Fellen, die wir dort gedroppt bekommen. Das Einzige, was ein bisschen schwieriger ist, da muss man im Grasland ein bisschen suchen. Das wären sozusagen die Knochenreste. Die Knochenreste haben wir ja damals unter diesen Hügelgräbern, unter diesen Steingräbern gefunden. Mit 5 Stück und dem jeweiligen Hirschfell kann man sich ja einen Umhang machen. Und ja, so sollte man sich dann auch für Eigtür vorbereiten, also mit der jeweiligen höchsten Rüstung. Eigtür, der Kampf an sich selber, darüber mache ich jetzt kein Tutorial, der ist sozusagen nichts Besonderes, er ist nicht immun gegen Feuer, also er mag es nicht in Brand gesteckt zu werden. Dort empfehle ich dann halt die zu machenden Feuerpfeile, die wir an der Werkbank uns herstellen können. Dann begibt man sich mit den Hirschtrophäen. Hirschtrophäen kann ich ja einmal einblenden. Das sind das, was die Hirsche fallen lassen. Die werden dort als Opfergabe auf den Tisch gelegt, um ihn zu rufen. Dann kommt er, dann macht er Randale. Aber da gibt es schon noch hunderte und tausende Videos darüber, wie man Eigtür legen kann. Dann hat man ihn erlegt und wenn man ihn erlegt hat, bekommt man von ihm einmal eine Trophäe. Die kann ich hier mal vor mir auf den Boden werfen. Das ist so ein Riesentrümmer, ist das. So sieht er aus. Das ist die Trophäe. Die Trophäe, mit der geht man dann zurück zum Spawn, hängt sie dort auf und dann bekommt man dort diesen Eigtür-Buff, der einem die Ausdauer erhöht. Über den Spawn und die jeweiligen Trophäen, da mache ich dann nochmal ein extra Video dazu, wie man die aktiviert und aufhängt. Da warte ich dann, bis ich mal 3 oder 4 Stück habe, damit man das auch ein bisschen durchziehen kann. Also das ist wichtig, also sich auszurüsten mit der jeweiligen Lederrüstung, die wir an der Werkbank herstellen können, aus Hirschresten, und für den Umhang dann mit Knochen. Für die Knochen muss man ein bisschen suchen, ist jetzt aber auch für Eigtür nicht eine vollständige Rüstung nötig. Man soll sie auch dementsprechend aufrüsten auf den jeweiligen Wert. Das haben wir ja an der Werkbank gelernt, dass man über Aufwerten dann das hoch, dass man dementsprechend eine hohe Rüstung hat. Ich habe sie jetzt, glaube ich, sogar schon auf der höchsten Stufe 4, wie man sie aufwerten kann. Alle Rüstungen lassen sich nur zum Teil bis auf den höchsten Wert der jeweiligen Werkbank aufrüsten. Also meine ist auf der Stufe 4, weil ich ein anderes Camp besucht habe, weil ich auf diesem Server noch ein zweites Camp habe. Dann natürlich bekommen wir von ihm das harte Geweih. Und das harte Geweih, das würde ich jetzt mit euch noch machen. Das ist die erste Spitzhacke, um Steine und sowas zu entfernen. Dazu gehen wir an die Werkbank und schauen einmal durch, was wir dafür benötigen. Wir haben eine Geweihspitzhacke, mit der wir dann Steine abbauen können. Und dafür brauchen wir jetzt noch 10 Holz. Die holen wir einmal. Dazu holen wir uns einmal Holz. Holz, Holz, Holz.
gehen zurück an die Werkbank und stellen uns diese Geweihspitzhacke her. Dort drücken wir einmal drauf, dann wird diese hergestellt. Dann haben wir diese im Inventar. Ich nehme die Stufe 1. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, damit sozusagen Steine abzubauen im Grasland. Damit wir besser Steine bzw. auch in unseren Ebenen, wie gesagt, ich bin jetzt schon umgezogen für die nächste Aufnahmesession. Man sieht dort im Hintergrund schon ein paar Tannen stehen. Das wird unser nächster Weg sein. Gut, das zu diesem kleinen Endvideo im Grasland. Also einmal die Lederrüstung und einmal die Geweihspitzhacke, die wir von Eiktür bekommen. Einmal den Buff, den wir bekommen, von dem ich schon gesprochen habe. Durch das Aufhängen der Trophäe. Das soll es eigentlich soweit schon mal gewesen sein für den Abschluss im Bereich des Graslandes und der letzten Sachen, die man hier herstellen kann. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.